Sibi. Ja, morgen. Guten Morgen, Kitty. Guten Morgen, Schatz. Mal schnüffeln. Guten Morgen. Hi bunte Bücherfreunde, ich freue mich, dass ihr vorbeischaut. Es ist für mich noch sehr, sehr früh, vielleicht sieht man es auch ein bisschen. Die Katzen und ich sind gerade aufgestanden. Ich mache mich jetzt fertig, weil ihr bei Instagram tatsächlich abgestimmt habt. Ich habe die Frage gestellt, möchtet ihr lieber einen Lesevlog sehen oder eine buchige Schnitzeljagd? Und die meisten haben tatsächlich für die Schnitzeljagd abgestimmt, was mich auch sehr freut, obwohl ich einen Lesevlog auch gerne mal demnächst wieder drehen würde. Aber die buchige Schnitzeljagd ist in Planung. Ich nehme euch heute mit zu sowas Ähnlichem, nämlich zu einem kleinen Live-Haul. Ich tue mir heute was Gutes und verbringe ein paar Stunden, so wie ich mich kenne, wahrscheinlich in der Buchhandlung. Und ich möchte euch sehr gerne mitnehmen. Es sind ein paar Titel neu auf die Wunschliste gewandert. Ich habe ja mit Laila gekämpft, ne? Ich war mir eigentlich felsenfest sicher, dass ich von Colleen Hoover das neue Buch, was so in die Thriller-Richtung geht, nicht lesen werde. Aber Heike, eine liebe Zuschauerin, mit der ich sehr regelmäßig lese und sehr im Kontakt bin, hat gesagt, Sarah, das ist nicht schlecht. Und sie fand Verity auch nicht gut. Ich fand Verity ja schrecklich. An alle, die das geliebt haben, freut mich sehr für euch. Für mich war das nichts. Für mich war das überhaupt nichts. Ich will jetzt auch hier gar nicht so lange schnacken. Aber irgendwie hat sie mich jetzt doch neugierig gemacht, ob leider vielleicht doch wieder was für mich wäre. Dann ist unter anderem das neue Buch von Benedikt Wells auf meiner Wunschliste gewandert, Hardland, weil ich das Ende der Einsamkeit, das ist noch sehr früh, sehr geliebt habe. Vielleicht auch Stuart Turton, da fand ich ja auch Evelyn Hardcastle wunderbar, sehr kompliziert, aber auch genial gemacht einfach. Ich bin aber auch sehr in Liebesromanstimmung und da sind auch ein paar Schätze raus. Also wahrscheinlich wird es keines der Bücher, die ich gerade genannt habe. Das ist ja meistens bei mir so, aber ich bin auch von den Bookfriends letztens getaggt worden zum Thema Wunschliste. Wie sieht eigentlich meine Wunschliste aus? Wie organisiere ich die? Und dabei habe ich festgestellt, ich brauche ein neues System. Ich brauche ein neues System. Ich führe mein Bullet Journal zwar wirklich weiter, aber nicht mehr so regelmäßig. Und da hat sich schon wieder das eingeschlichen, was das immer bei mir macht. Die Lesemonate sind drin. Ich habe meine Wunschliste nicht fortgeführt. Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Habt ihr Tipps für mich bezüglich der Wunschliste? Wie organisiert ihr eure Wunschliste? Sagt ihr vielleicht, ich brauche gar keine. Ich kaufe das, worauf ich Lust habe. Oder habt ihr einen Account irgendwo? Ich habe jetzt schon überlegt, bei Rebuy und bei Amazon mir eine anzulegen. Einfach mal für mein Gedächtnis. Aber meistens kaufe ich auch das spontan, worauf ich Lust habe. Aber ich habe auch Angst, dass dann gute Bücher einfach verloren gehen, ne? Ja. Die Katzen sind auch schon wach. Den gebe ich jetzt noch mal Frühstück. Kitty ist ganz aufgeregt, wenn ich das L-Wort sage. Moment. Kitty, gibt's lecker, lecker? Ja, Sibi weiß auch schon Bescheid. Ich habe heute nämlich sowieso einen Termin in der Stadt und möchte mir jetzt einfach mit Büchern was Gutes tun, weil die mich gerade sehr aus meiner Laune herausholen. Und das ist ja das Wunderbare an Büchern. Ihr kommt jetzt dran. Welches Buch ist denn bei euch als letztes auf die Wunschliste gewandert? Das würde mich sehr interessieren. In was für einer Stimmung seid ihr gerade? Lest ihr viel Düsteres? Also bei mir im Lesemonat November, jetzt musste ich überlegen, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, sind erstaunlich viele Gruselbücher wieder auf dem Stapel gelandet. Ein Thriller sogar, aber auch ein Liebesroman. Aber ich sag euch, die Gruselbücher, ne? Besonders Im tiefen Wald und Coraline, die kann ich abends nicht mehr lesen. Die gehen mir echt nahe. Ja, mehr dazu im Lesemonat dann. Thank you.
von der Shoppingtour, von der kleinen Shoppingtour, obwohl klein ist gut, ne? Ich war bestimmt 3 Stunden da. Und ich konnte euch hoffentlich ein bisschen mitnehmen. Es war sehr voll, obwohl ich extra schon mittags losgefahren bin. Es war super voll. Und auch wenn ich dort filmen darf, muss man natürlich darauf achten, dass da keine Menschen das unbedingt mitkriegen oder zumindest nicht mit auf dem Bild sind. Und man möchte ja auch nicht stören. Aber ich glaube, so ein bisschen konnte ich mitfilmen. Ja, was habe ich geshoppt? Zunächst mal habe ich ganz, ganz viel Zeit in dieser Selbsthilfeabteilung, ein bisschen Esoterikabteilung verbracht, wo es darum geht, was man für die Gesundheit tun kann, aber wo es auch so ein bisschen, wie gesagt, in die esoterische Richtung geht. Ich merke, dass das gerade total mein Thema ist, mir aus verschiedensten Gründen. Meine Katzen streiten sich heute ganz schön, entschuldigt. Ja, da es mir aktuell nicht so gut geht, es auf jeden Fall immer so ein Auf und Ab ist, könnte ich mir so viele Bücher kaufen. Ich habe ein Buch entdeckt über Mondzyklen und wie die verschiedenen Phasen uns dabei helfen können, Dinge loszulassen oder Energie zu sammeln. Das fand ich sehr spannend. Aber auch ein Buch über Erfahrungen, die man gemacht hat und wie die einen vielleicht auch Schmerzen zubereiten können. Denn auch wenn ich weiß ungefähr, woher das bei mir kommt, möchte ich mich auch immer ganzheitlich betrachten. Und da bin ich irgendwie gerade sehr anfällig für. Aber es ist keiner der Bücher geworden. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, nochmal meine Wunschliste neu zu strukturieren in Form von einer schriftlichen Liste doch wieder. Und bei Amazon unter anderem, damit ich wieder einen Überblick habe. Die Bücher laufen nicht weg und ich habe hier erstmal noch genug Bücher über Ernährung und so weiter, die ich erstmal lesen sollte, die auch vor kurzem bei mir eingezogen sind. Jetzt habe ich aber lang gequatscht, ich bin richtig außer Atem schon. Ich bin schwach geworden, ich habe mir jetzt doch Lila geholt von Colleen Hoover, ich kann es nicht fassen. Aber eine ganz liebe Zuschauerin von mir, die mit mir jetzt auch schon regelmäßig gelesen hat, hat gesagt, Sarah, auch wenn Verity dir nicht gefallen hat, probier es mit Lila, es war ein Page-Turner und Verity war ja für mich echt ein Flop. Ne? Ich fand es ganz schrecklich. Ich habe es beendet, aber ich fand es ganz schrecklich. An alle, die das gut fanden, freut mich für euch. Finde ich toll. Ich konnte damit nichts anfangen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Lila vielleicht wirklich jetzt so diese Spannung mit sich bringt, die ich bei Rarity verpasst habe. Lailas einziger Fehler war es, sich in mich zu verlieben. Eine schier verstörende Amour-Fou von Bestseller-Autorin Colleen Hoover, Gänsehaut und Emotion garantiert. Und genau das erhoffe ich mir. Überraschend und voller intensive Gefühle. Dieser Roman wird sie alle in den Bann ziehen. Habt ihr es gelesen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Hat es euch in den Bann gezogen? Fandet ihr es spannend? Ich bin skeptisch, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann war es ein Versuch wert. Ja, und passend irgendwie zu diesem Cover. Es ist sehr dunkel, ne? Ich habe jetzt das Licht angemacht. Es ist so düster draußen. Habe extra die Jalousien oben gelassen und jeder kann mich sehen, weil da ist ein großer Balkon auf der Seite. Und das heißt, ich bin jetzt hier so mitten im Licht am Filmen. Das soll uns aber nicht stören. Egal, ich will ja jetzt mit euch quatschen. Und ich habe mir unter anderem, es geht auch so in die Richtung ein bisschen Selbsthilfebuch, ein Werk von Matt Haig geholt. Der hat ja unter anderem die Mitternachtsbibliothek geschrieben. Und The Comfort Book ist ein Buch, wie ich schon reingeblättert habe, was so kleine und große Weisheiten des Lebens in sich trägt, die einen motivieren, die einen vielleicht nochmal Hilfestellung bieten und das Ganze passt einfach zu meiner derzeitigen Stimmung. Ich habe die Mitternachtsbibliothek noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mache. Es waren so verschiedene Äußerungen zu diesem Werk zu finden, das hat mich irgendwie wieder, es reizt mich gerade nicht so, aber das hier hat mich direkt angesprochen. Gedankenvoller Zuversicht über das Weitermachen und das wunderbare Chaos namens Leben. In der Dunkelheit wird selbst der zarteste Lichtschimmer zu einem Leuchten, das dich begleitet und dir den Weg nach Hause weist. Und genau, finde ich, darum geht's, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen wirklich anzunehmen und dass man auch aus dem Schlechten was Gutes rausziehen kann. Das ist so die Haltung, die möchte ich einfach für mich haben. Daran möchte ich wachsen, weil ich glaube, dann kann einem Leben, glaube ich, nichts mehr so schnell aus der Bahn werfen. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Und da ich auch so Probleme mit dem Thema Tod habe, immer noch, der ja auch zum Leben dazugehört, dachte ich mir, das Werk hier kann mir vielleicht nochmal helfen zu wachsen. Und es geht hier auch tatsächlich um Verlust und Tod an vieler Stelle. Und das war genau das, wo ich gesagt habe, das nehme ich mit, das kann nicht schaden. Auch dieses Werk, habt ihr es gelesen? Ich finde das Cover unglaublich schön. Vielleicht sage ich einfach mal eine Lebensweisheit. Also es geht auch von Texten über, die 1 bis 2 Seiten haben oder aber da steht nur so ein Satz auf der Seite. Heraklit, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Es gibt dann auch so Zwischensequenzen, zum Beispiel hier Wachstum.
In schwierigen Zeiten wachsen wir. Wachstum ist Veränderung. Wenn alles leicht ist, haben wir keinen Grund, uns zu ändern, das stimmt. Die schmerzhaftesten Momente in unserem Leben weiten uns. Und wenn der Schmerz geht, bleibt dieser Raum. Raum, den wir mit Leben füllen können. So simpel, aber vielleicht doch Sätze, die einen zum Nachdenken anregen, die Raum bieten, im wahrsten Sinne des Wortes, um sich darin vielleicht nochmal anders zu entfalten, um auch gewisse Dinge einfach zu hinterfragen. Und es sind manchmal die einfachsten Dinge, die die größte Veränderung mit sich bringen. Es muss nicht immer alles kompliziert sein und vielleicht ist da so ein Stückchen Wahrheit drin zu finden in diesem Buch, was mich wachsen lässt oder was mich auf jeden Fall, ja wie gesagt, zum Nachdenken anregt. Habt ihr noch Buchempfehlungen für mich, die in die ähnliche Richtung gehen oder Bücher, die euch einfach nochmal motiviert haben, in denen es vielleicht so um Selbstheilung auch geht, falls ihr selber damit zu strugglen habt oder mit Schmerzen? Ich bin dankbar für jeden Tipp, weil die Auswahl ist riesig und ich habe auch schon einige Male daneben gegriffen. Also wirklich, und die sind auch nicht günstig, diese Bücher. Und deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, eins pro Monat zu kaufen, was so in diese Richtung geht, um erstmal nachzukommen mit dem Lesen und erstmal so für mich zu sortieren, wo brauche ich eigentlich Hilfe und was genau spricht mich da auch wirklich an? Ja, das waren die zwei Werke, ihr Lieben. Ich hätte noch mehr kaufen können. Wie gesagt, sehr viel in der Ecke Gesundheit, bewusstes Leben, aber auch ein cozy Krimi hätte ich, da ist es wieder, cozy Krimi. Aber ich hätte auch fast so einen gemütlichen Krimi mitgenommen. Aber da sind noch zwei auf dem Sub und eins tatsächlich werden wir in unserer All You Can Read-Gruppe lesen. Es ist kein Krimi, aber ein sehr weihnachtliches Buch, auf das ich mich schon sehr freue, was ich auch dort stehen gesehen habe mit einem wunderschönen Cover. Aber es sind, wie gesagt, noch ein paar Bücher neu auf die Wunschliste gewandert. Zum Beispiel auch zwei Essays, die mich auch sehr angesprochen haben. Aber auch da wollte ich das nochmal sacken lassen, weil da hätte ich auch am liebsten zwei direkt mitgenommen. Mal gucken, vielleicht wird das so beim nächsten Mal, wenn ich alleine shoppen gehe, ich glaube, dann kann man sich noch mal mehr Ruhe lassen, um in dieser Essay-Abteilung zu gucken, weil da muss man sich ja schon ein bisschen mehr drüber bewusst werden. Ne? Aber das wird bestimmt passieren. Ich habe jetzt richtig Lust, meine Wunschliste zu erneuern, zu aktualisieren. Und wenn ihr euch ein Video wünscht zu meiner Wunschliste, kann ja sein, dass euch das interessiert, was aktuell die Top 10 ist oder wie auch immer, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht so viel geshoppt habe. Es geht ja auch so ein bisschen darum, einfach ja, zu schlendern und vielleicht auch mal zu gucken, was könnte demnächst bei mir zu Hause im Regal stehen, was spricht mich an. Und das hat heute auf jeden Fall sehr geholfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr Lust habt. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Ist aber kein Muss. Bleibt bunt, ihr Lieben. Gerne bis zum nächsten Mal.